Wusstest du, dass der Spinosaurus größer als der Rex war und somit der größte Räuber, der jemals an Land gelebt hat, ist? Außerdem gehört der Spinosaurus zu der Klasse bzw. Gattung der Spinosauriden. Und dieser nette Herr mit dem charmanten Lächeln gehört auch dazu. Das heißt, der Baryonyx ist tatsächlich auch ein Spinosaurid. Das heißt, die sind in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall verwandt bzw. können in einen Topf geworfen werden. Was ich mir ehrlich gesagt auch schon immer gedacht habe, wenn ich mir die im Spiel so angucke, sieht das auch alles schon sehr ähnlich aus. Wie dem auch sei, wir werden den Bari heute auf jeden Fall brauchen. Den werden wir mal in einen Kryopod packen, weil der kann nützlich werden. Wir gehen heute wieder in eine Höhle und ich habe schon eine Kryokapsel dabei. Nice. Hat der noch irgendwas Wichtiges dabei? Megalodon-Zahn. Können wir mal rausnehmen, brauchen wir aber in der Regel nicht. Das heißt, wir packen ihn einfach mal rein. Das ist das. Sehr schön. Wir haben übrigens in der Zwischenzeit auch wieder gestreamt. Das heißt, wir haben jetzt quasi unsere Brutmutter-Armee fertig. Also zumindest so halbwegs, denn wir haben, also das, was jetzt hier steht, sind glaube ich noch nicht alle, die kämpfen können, beziehungsweise sind zumindest alle, die gelevelt sind aktuell. Wir haben nämlich sehr, sehr viel gelevelt im letzten Stream. Und das hier sind quasi noch die Megatherien, die über sind, die wir noch ein bisschen leveln müssen. Dann können wir auf jeden Fall die Brutmutter machen. Das heißt, da gehen wir auf jeden Fall mit großen Schritten voran. Allerdings werden Stimmen laut, die sagen, dass wir wahrscheinlich nicht alle Bosse schaffen werden mit den Megatherien, was sehr, sehr schade ist. Das heißt, wir werden uns hier irgendwie nochmal welche von zähmen müssen. Oder wir paaren die einfach nochmal, damit wir auch Rexe haben. Auf Nummer sicher. Ich werde es auf jeden Fall alles mit den Megatherien versuchen. Wenn wir beim Gorilla schon sterben, dann brauchen wir halt eben neue Kämpfer. Aber genug gesammelt, wir nehmen jetzt mal eben ein paar Sachen mit. Und zwar gehen wir heute in die Upper South Cave, heißt die. Die hat keinen besonderen Supi-Dupi-Namen. Dafür nehmen wir einfach mal wieder ein bisschen Munition mit. Also eben das Übliche, was wir immer machen, damit wir auch ein bisschen rumballern können, notfalls. Mache eben nochmal ein paar Enterhaken fertig. Vor allem muss ich mal gucken, ob die Schnecken noch leben. Ja, die leben noch, aber irgendwie, ja, die sieht ganz gut aus vom von der Nahrung her. Und die geht so. Check nicht so ganz, was die zu fressen brauchen. Also ich weiß, dass die halt diesen süßen Gemüsekuchen fressen. Wenn ich den ins Inventar lege, fressen die den aber nicht. Ganz komische Nummer. So, Enterhaken raus. Und ich glaube, ich brauche meine Fellrüstung. Denn es soll sehr kalt werden. Und außerdem, ich glaube, ich habe schon einen Teil dabei. Jupp, den Teil der Scuba habe ich schon dabei. Wir nehmen notfalls nochmal den zweiten Tank mit. Außerdem nehme ich mal wieder ein Fundament mit und nehme zusätzlich einfach nochmal zwei Betten mit. Und was diesmal auf jeden Fall nicht fehlen darf, das vergessen wir so oft, so schön, der kommt auf jeden Fall mit, damit wir das zweite Artefakt auch mit rausziehen können. Und eigentlich zu guter Letzt kommt nochmal das medizinische Gebräu mit, soll nämlich sehr kalt werden, da wo wir hingehen. Und falls wir dann Schaden nehmen, können wir einfach gegenheilen. Das dürfte es aber soweit gewesen sein, ich würde sagen, ne, nicht lang schnacken, Kobbelnacken. Ich nehme Kowalski mit und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir bei der Höhle sind. So, wir sind da. Ich habe es tatsächlich diesmal richtig schnell gefunden. Nicht so wie im Redwood. Das heißt, wir machen eigentlich alles wie immer. Wir bauen einfach die Sachen auf. Steinfundament, Bett und Bett. So, Schneerüstung ist soweit auch angezogen. Es soll ja, wie gesagt, darin kalt werden. Warum macht mein Kowalski nichts, wenn hier eine Schlange ist? Wahrscheinlich wurde er nicht angegriffen. Wir machen die Schlange aber. Also, wir sind relativ langsam leider mit dem Kowalski, weil ich bin auch ein bisschen sehr voll beladen. Wir gehen einfach mal rein und es scheint mir sehr dunkel hier drin. Ich gucke mal, ob ich den Argentavis ein Stück mit reinkriege. Dann sollte er nämlich auch von den Tieren, die irgendwie außen rum rumlaufen, in Ruhe gelassen werden, weil da ist ein bisschen sumpfig und so. Wir gehen erstmal auf Kowalski hier durch. Ich war noch nie hier drin. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet. Ich weiß, dass wir diesen grünen Dingern folgen sollen, damit wir dem Artefakt entgegenkommen. Ziemlich groß, ehrlich gesagt. Eigentlich wollte ich noch ein Megatherium mitnehmen, da habe ich mich irgendwie jetzt gegen entschieden. Ich weiß gar nicht warum. Scheint mehrere Wege irgendwie zu geben. Also hier sind auch nochmal grüne Dinger. Aber es ist jedenfalls nicht kalt. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass der Wolf eventuell nicht ausreichen wird. Dass es hier so ruhig drin ist, macht mich wahnsinnig. Also dass hier bisher wirklich nichts kommt. Okay. Ist auf jeden Fall eine Höhle, in der man sich, glaube ich, leicht verlaufen kann. So ist mein erster Eindruck auf jeden Fall. Wir laufen einfach mal diesen grünen Dingern hinterher. Okay. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da sollten wir lieber nicht runterfallen. Und ich werde definitiv auch mit Skipper keinen Sprung machen. So viel steht fest. Mit Kowalski, Entschuldigung. Okay, das erste, was wir hier entdecken, ist ein Dungbeetle und Schlangen und Arthropleura. Oh, oh, oh. Mal aufpassen. Kommt da aber gerade nicht vorbei. Level 6. Oh, da müssen wir echt aufpassen, nicht, dass sie uns anspucken. Das sind zwei Stück. Die haben super viel Leben. Welches Level ist das? 55. Zum Glück geht nichts auf uns. Auf Weg 130. Alter Verwalter. Noch mehr, jetzt kommen Schlangen. Okay, das ist okay. Damit können wir um. Solange die Viecher uns nicht angreifen, ist auch alles gut. Ganz schön viele jetzt auf jeden Fall. Oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass das Kowalski hier nicht wegstirbt. Der hat schon übelst viel Schaden genommen. Will aber auch gar nicht sterben. Ich mache die ganze Zeit Schaden. Aber irgendwie bringt das alles so nichts. Wenn das so weitergeht, stirbt mir Kowalski gleich weg. So, jetzt haben wir ihn auch endlich mal. Meine Herren, das ging gar nicht gerade.
Komm her, du Idiot. Lass die Spinne mal Spinne sein. 1200 Leben nur noch. Wir müssen uns mal kurz hochheilen. Ich wechsle auch auf jeden Fall die Waffen rein. Gar nicht gemacht. Ich dachte einfach, dass die nicht so krass wird, die Höhle. So, wir haben den Wolf mal ein bisschen hochgeheilt. Allerdings haben wir jetzt nur 2/3 vom Leben wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass die Höhle das so in sich hat. Denn die steht eigentlich auf einer Stufe, so habe ich es zumindest gelesen, mit der Mini-Eishöhle, in der wir auch waren. Und da ging es ja eigentlich ganz gut durch. Ich wollte eigentlich gar nicht mit der Pumpgun schießen. Ich wollte die Fackel rausholen. Wir haben einfach diese Fledermaus nicht kaputt gekriegt eben. Die hat so viel Damage noch gemacht. Oh, jetzt kommt noch ein Skorpion. Was ist denn hier los eigentlich? Schon lange keine Skorpione mehr gehabt. Ha, down. Dolly. Okay, die Höhle ist mega verwirrend auf jeden Fall. Hier geht's auf jeden Fall lang. Wir gehen eben nochmal einen Schritt zurück, denn da ging das auch lang und da war es nämlich auch so grünlich. Und wir sollen ja dem grünen Licht folgen. Und hier geht's gar nicht rein. Okay, nice. Wir gehen doch wieder zurück. Hier scheint es weiter zu gehen, aber wir gehen alle Wege ab. Wir ziehen das durch. Oh, da kommen die Spinnen aus der Wand raus. Alles klar. Könnt ihr haben. Kein Problem. Kowalski hat das im Griff. Oh, wo kommst du denn her? Von ganz oben irgendwo gedroppt. Bringt dir aber halt auch nichts. Ajo, hier geht's einfach auch gar nicht weiter. Also hier ist gar kein Gang. Es geht einfach nur in so eine Sackgasse. Alles klar. Ich fresse immer zwischendurch mal ein bisschen Fleisch mit dem Wolf. Einfach damit ein bisschen Gewicht rauskommt. Und vielleicht sollte ich nochmal das ein oder andere Level gleich in Gewicht packen. Wenn wir ein Level abkriegen, sieht aber derzeit nicht danach aus. Okay, jetzt hier wieder vorsichtig. Wobei, hier sieht es nicht so aus, als würde man da runterfallen und direkt sterben. So, lass mich raten. Explorer Note. Sehr schön. Dann gibt es vielleicht doch noch ein Level für Kowalski. Lystosaurus. Bringt aber kein zusätzliches Level. Ein bisschen den EP-Buff mal ausnutzen und gucken, ob wir damit noch leveln können. Wir sind auch echt schon ein gutes Stück drin in der Höhle und irgendwie kommen auch noch gar keine Drop. Ah, da ist, gut, da ist ein Drop. Alles klar. Der ist aber blau und wahrscheinlich wird sich das nicht lohnen, den zu nehmen. Deswegen springe ich da auch erst gar nicht hin. Weil ich habe jetzt wenig Interesse daran zu sterben, ehrlich gesagt. Ich vertraue den Enterhaken auch seit der letzten Höhle nicht mehr ganz so. Das sieht mir hier wieder stark nach Explorer Note aus. Alter, habe ich mich erschrocken. Meine Herren, ich habe euch doch schon gehört, aber ihr müsst mich nicht so erschrecken. An sich echt wenige Gegner bisher in der Höhle für die Größe, aber wenn sie kommen, dann kommen die immer gleich so in dem richtigen Schwarm. So, hier sieht es, finde ich, ein bisschen aus, als wäre hier wieder eine Explorer Note am Start. Oder kommt man hier einfach nur runter ins Wasser? Weil hier sind auch irgendwo ein paar Drops im Wasser versteckt. Können die aber... Oh, da ist die Explorer-Note. Ich habe sie einfach nicht gesehen. Das Mammut. Sehr schön. So, Levelaufstieg. Bisschen Gewicht rausholen hier. Das ist ganz wichtig. Ich sehe halt keinen Waber mehr vom Artefakt, aber ich sehe noch wieder grüne Teile, wo wir langlaufen können. Ich habe die Befürchtung, dass wir halt auch ins Wasser müssen, ne? Ich habe den Baring mit und ich habe die Tauchausrüstung mit. Wir müssen auf jeden Fall jetzt ins Wasser. Wir droppen den einfach mal. Ja, er kommt mit unserem Gewicht auch sogar sehr gut klar. Das ist schön. Dann gibt es einmal kurz das Tauchoutfit. Ich würde sagen, wir gehen rein. Oh, Sarko. Direkt ein Sarko. Piranhas und Sarkos, das wird jetzt auch interessant. Ich muss jetzt einfach die ganze Zeit nur noch den Buff machen. Den Stun. Okay, hier war aber zweiter. Hier ist aber noch nicht das Artefakt. Da ist ein Sarko oder was ist das? Ein Sarko ist vor uns, glaube ich. Übelst die komische Höhle auf jeden Fall. Ja, Sarko Level 24, machen wir mal kurz weg. Oh, noch ein Sarko. Übelst komische Höhle. Richtig unangenehm einfach nur. Oh, Sarko kommt da direkt um die Ecke. Es ist so gruselig einfach. Noch eins. Oh, noch ein Sarko. Man sieht sie so schlecht. Es ist so gruselig einfach, wenn die auf einmal auf einen zugelaufen kommen oder zugeschwommen kommen. Also angeblich sollen wir dem Grünen folgen, damit wir zum Artefakt kommen. Das fühlt sich aber gerade an wie der übelste Bait, ehrlich gesagt. Wir sind schon so lange am Schwimmen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Wir müssen gleich mal die Karte aufmachen, um zu gucken, wo wir auf der Karte überhaupt sind. Jetzt geht es noch ein Stück tiefer. Wir sind doch schon am Wabern gewesen irgendwie. Steht das nicht ganz? Sagen wir nicht, dass wir jetzt irgendwo rausgekommen sind, wo wir schon waren. Doch, wir sind irgendwo rausgekommen, wo wir schon waren. Ach, warte mal. Ja, wir haben Kowalski hier gelassen. Wir sind jetzt einmal im Kreis geschwommen. Was für ein Schwachsinn. Irgendwo sollen wir das Artefakt bekommen mit Grappling Hooks, damit wir das Wasser nicht berühren müssen, habe ich gelesen. Weiter geht die wilde Reise. Ich irgendwie checke hier nicht, wo das Artefakt sein soll, ehrlich gesagt. Okay, die Höhle treut auf jeden Fall hart rein. Wir sind jetzt einmal komplett durchgeschwommen eigentlich. So, hier wabert es doch auch, aber ich komme nirgendwo da ran. Hier sind wir aber letztes Mal nicht lang gelaufen. Vielleicht kommt man von hier rein, aber das macht keinen Sinn, weil es einfach nicht grün leuchtet eigentlich. Naja, jetzt schon. Ich lasse mich mal überraschen, wo wir rauskommen. Wahrscheinlich an einem ähnlichen Punkt wie eben auch, also. Aber das sieht neu aus. Jawohl! Werde, aber das, wir müssen jetzt erstmal ein paar Sachen überprüfen, ja? Und zwar, wie man hier hinkommt, indem man Grappling Hooks benutzt, erschließt sich mir jetzt noch nicht ganz. Also man kommt auf jeden Fall über einen Landweg auch hier hin. Scheint mir gerade so. Ah ja, da ist der blaue Wasserdrop. Und, ah ja, genau. Ist klar, das sieht man ja auch sofort. Also ich kann kurz für die Erklärung. Von hier sind wir gekommen. Da ist dieses Brückending. Hier hinten steht Kowalski. Und hier sind wir rausgekommen, als wir im Kreis geschwommen sind. Okay. Ja, ich würde sagen, wir heben es dann einfach mal auf. Es spawnt direkt wieder nach. Das ist cool. Super gut. Ey, 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 ey
Was ist los mit dir? Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Ja, das reicht. Ein Fisch reicht dir. Artefakt rein in den Otter und wir nehmen es nochmal auf. Also man müsste, um dieses Artefakt zu bekommen, tatsächlich nicht ins Wasser gehen. Man kann sich da oben hochziehen, schießen, wie auch immer. Was mich jetzt aber interessiert ist, wo dieser blöde Eingang ist, um da sich hochzuziehen, ohne dass man durchs Wasser muss. Kann das da sein? Das ist irgendwie die einzige Öffnung im Felsen, die ich jetzt gerade sehe. Wir schauen mal. Jawohl. Ladies and Gentlemen, das ist der Weg zum Artefakt, ohne überhaupt auch nur minimal durchs Wasser gehen zu müssen. Die Frage ist jetzt, kommt man auch vernünftig wieder zurück? Ja, im Prinzip. Kleinen Moment. Zieht man sich da mal kurz ran. Man berührt das Wasser nicht. Dann ist man hier. Lässt sich fallen. Oh, verdammt. Okay, das war nicht schlau. Das war zu weit weg. Ich versuch's nochmal. Okay, man landet einfach hier, ja. Und dann kann man hier rangehen. Muss das Wasser komplett gar nicht berühren. Das heißt, mit 3 Enterhaken ist man dann da drüben. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Wir packen mal eben das Artefakt auf den Sockel, da wo es nämlich hingehört. Schön da in den Slot für die Trophäe rein. Also das Artefakt sieht auf jeden Fall mal nice aus, finde ich. Es blendet zwar übertrieben im Gegensatz zu den ganzen anderen. Ist aber cool, weil es halt mal so eine Art Krone ist, so, ne? Das finde ich ganz nice. Ansonsten war das echt so eine richtige 0815-Höhle. Das Einzige, was halt gefährlich darin war, waren diese Fledermäuse. Und die haben Kowalski halt fast getötet. Das war aber auch nur der Grund, weil das halt nur Level 145er war und einfach extrem viel Leben hatte und einfach nicht down gehen wollte. Wie dem auch sei, es sind noch 2 Artefaktsockel frei, das heißt, es bleiben auch noch 2 Höhlen übrig und die sollen es ja mal so richtig in sich haben. Also die Eishöhle soll richtig, richtig schwer sein und ich glaube auch die Unterwasserhöhle ist eine fiese Liese. Soll auf jeden Fall mit der Eishöhle auf einer Stufe stehen, wenn man da dem ArkWiki vertrauen kann. Ansonsten kannst du jetzt wie immer, wenn dir das gefallen hat, dem Video einen Daumen nach oben geben, den Kanal gerne abonnieren. Ansonsten, ich kündige die Streams auf YouTube an und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.